Guten Abend, Karl Jähler aus Ascheberg. Karl, vielen Dank, dass du Zeit hattest, mit deiner schönen Geschichte zu uns zu kommen. Hier ist sie für Sie zu Hause und natürlich auch für Sie hier im Studiopublikum. Oha. Die Clara macht das. Ja, aber der Olli beginnt ja jetzt in dieser Runde. Ne? Und als hätten wir es vorher gewusst, ne, haben wir auch den passenden Ratehinweis. Denn der lautet, nimm mich jetzt, auch wenn ich blinke. Gut, hallo Karl. Ich nehme an, dass es also in erster Linie um eine Geschichte geht, die dir passiert ist. Ja. Ein Ereignis, also es hat nichts mit deinem Beruf zu tun. Nein. Mit deinem Hobby auch nicht. Ja. Es hat mit deinem Hobby zu tun. Ja. Das heißt, du hast ein besonderes Hobby, aber es ist etwas Ungewöhnliches passiert im Zusammenhang mit dem Hobby. Ja. Ist es ein Hobby, was du draußen in der Natur, wie sagt man denn, absolvierst? Ja. Ja. Also eine sportliche Tätigkeit? Ja. Auch. Eine sportliche Tätigkeit auch. Eine körperliche. Eine körperliche Tätigkeit, die normalerweise so ein Ereignis nicht beinhaltet. Ja. Ja. Sind andere Leute beteiligt gewesen? Im Ursprung nicht. Nö. Die ersten 200 Euro. Karl. Und wir kommen zu Bernhard. Im weitesten Sinne sportlich. Hat das etwas mit einem Fahrzeug zu tun? Ja. Mit einem Auto? Nein. LKW? Nein. Motorisiert? Das hört man. Das zählt nicht als Motorrad. Nein. Okay, aber ein Fahrzeug auf der Straße. Ja. Okay, damit ist ja etwas passiert. Dieses leuchtet dieses Fahrzeug? Ja. Also jetzt nicht nur Lampen, sondern hat das irgendwie so ein Rundumleuchte oder so? So ein besonderes Fahrzeug? Also ein Rettungsfahrzeug oder sowas in der Art? Nein. Okay. So, du bist damit gefahren. Ist damit ein Unfall passiert? Nein. Besitzt du ein besonderes Fahrzeug? Ja. Ah, und jetzt die Art der Fahrzeuge. Also es sind Fahrzeuge, die leuchten. Es sind keine Rettungsfahrzeuge, aber Fahrzeuge, die leuchten und die nicht motorisiert sind. 400 Euro. Ah, die Räder. Karl Scholz. Hubertus. Wo knüpfen wir an? Handelt es sich um ein Fahrrad? Ja. Ist das Fahrrad verändert in seinem Charakter durch Ihre Kunst? Ja. Ja. Hat das, was mit dem veränderten Fahrrad stattgefunden hat, nachts, ist das nachts passiert, wegen blinken Licht? Muss nicht. Kann jederzeit. Ja, ich frage ja nur. Also ist nicht, muss nicht. Sie sind, also wir suchen nach etwas, Sie verändern Fahrräder, das ist der eine Teil der Lösung. Und mit dem veränderten Fahrrad ist etwas passiert, was Sie nicht wollten. Aber wir wollen erstmal bei der Veränderung des Fahrrads bleiben. Die Veränderung, Sie machen aus Fahrrädern Kunstwerke. Nein. Sie machen aus zwei Rädern vier Räder. Sie machen aus zwei Rädern ein Rad. Das Einrad. Nein. Wir sind bei 600 Euro. Lara. Suchen wir also vielleicht auch eine Erfindung, mit der dieses Ereignis stattgefunden hat? Eine Neuschaffung? Ja. Ja, ich weiß nicht, warum du zögerst, aber im Interesse der Geschichte. Ja. Handelt es sich um ein E-Bike? Ja. Und das wurde verändert? Ja. Es wurden zwei E-Bikes zusammengetan und damit ist was passiert? Nein. Übereinander? Nein. Hintereinander? Nein. Nein. Ein einrädriges E-Bike? Nein. Nein. Haben Sie etwas transportiert mit dem E-Bike? War da was draufgebaut? Ein Haus auf dem E-Bike? Ein Zelt? Nein. Ein Swimmingpool? Nein. Okay, kann man da drin schlafen? Nein. Nein? Ja.
Vielleicht hat er den Akku oder die Elektrizität, die der Akku spendet, eben nicht zum Fahren benutzt, sondern für irgendetwas anderes. Na Olli, dann gib mal deinen letzten Tipp ab. Ich glaube, dass es ein besonders großes Fahrrad ist, weil Sie auch ein besonders großer Mensch sind und haben vielleicht den Strom umgelenkt, irgendetwas, was Sie auf dem Kopf haben und sich damit sozusagen blinkend dem Straßenverkehr... Nein. Geht so langsam in die richtige Richtung. Ich würde trotzdem. Sind wir noch so weit weg, wir können das ruhig. Ja, ich wollte sagen, weil das klingt so nah, aber es ist irgendwas. Ich habe ihn wiedererkannt, ich habe einen Bericht drüber gesehen, ich habe ihn selber getroffen. Er ist das ganze Jahr über, macht er irgendwas, aber an Weihnachten ist er der einzige Weihnachtsmann, der mit dem Elektrofahrer die Geschenke austeilt. Und deswegen hat er einen Weihnachtsbaum mit blinkenden Sternen und Beleuchtung auf seinem Fahrrad. Das ist jetzt so nah dran, aber so weit weg. Robertus. Dieser Mann sagte sich irgendwann, ich möchte mal eine attraktive Aschenbergerin kennenlernen. Also sagte er sich, ich mache aus meinem E-Bike eine Rikscha. Und irgendwann saß sie hinten drin. Und dann hat er sich umgedreht und hat gesagt, würdest du mich jetzt auch nehmen, wenn ich blinke? Sag schnell nein. Nein. Clara? Also ich glaube, Sie haben die erste beleuchtete, fahrbare Kleinstkneipe entwickelt. Also Sie haben Ihr E-Bike so umgebaut, dass da hängen so kleine Girlanden dran. Und Sie fahren um die Dörfer und da ist hinten drauf was gebaut. Und damit kann man zu Ihnen kommen und Bier kaufen. Das ist auch kalt dann, da ist ein... Kühlschrank? Auch das ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Fahrradkneipe. Und damit, Karl, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Karl ist eine wirkliche Attraktion, wenn er dann unterwegs ist, mit seinem Disco-Fahrrad. Mit seinem Disco-Fahrrad. Ist das und gut. Nicht nur das, weil es gibt noch einen anderen Hintergrund, ne, der eigentlich ein bisschen da in die Richtung geführt hat überhaupt. Karl, muss man auch leiden sagen, leidet ab und an an einem Tinnitus und hat festgestellt, ja, dass das Disco-Fahrrad ihm wunderbar hilft, diesen Tinnitus zu therapieren, zu steuern. Also das ist vielleicht das Richtige. Ja. Ein Disco-Fahrrad, verrückt. Übersehen oder überhören, das ist bei diesem Mann wirklich unmöglich. Mit Musik, meinem Leuchtanzug und dem blinkenden Disco-Fahrrad therapiere ich erfolgreich mein Tinnitus. Karl Jähler aus dem Münsterland ist mit seiner Disco-Maschine ein echtes Unikat auf zwei Rädern. Seit gut einem Jahr zieht der Ascheberger fast jeden Abend seine Runden. Doch der selbsternannte Discalico fährt nicht nur zum Spaß mit seinem Partyrad. Die Idee gibt es quasi auf Rezept. Ich hatte Tinnitus mit chronischer Erschöpfung und Stress bis zum geht nicht mehr. Also habe ich mir das Fahrrad geschnappt und bin abends losgefahren in der Dämmerung. Und da habe ich gemerkt, ich kann damit den Tinnitus steuern. Statt Pillen vom Arzt, laute Mucke und viel Bewegung. So überlistet er seinen eigenen Körper. Und der Arzt hat nichts dagegen. Jeder soll das tun, was ihm gut tut. Und es ist nicht das Laute der Musik, sondern im Grunde genommen die Musik an sich, dass es ihn einfach ablenkt und ein gutes Gefühl vermittelt. Ja? Das ist der Grund, wieso er seinen Tinnitus nicht mehr so wahrnimmt. Auf seine Touren muss der Musikfan meistens allein. Lebenspartnerin Martina kann mit seinen Ohrwürmern nichts anfangen. Das ist schon extrem und ich bin froh, wenn ein Abend unterwegs ist damit. Und so fährt auf seinem Megabike Discomann Karl Jähler in die Nacht. Jetzt darf ich mal voraussetzen, das ist alles Marke Eigenbau. Komplett. Ja. Wie lange hast du an diesem Helm gebaut jetzt zum Beispiel? Ach, der Helm war nicht das Problem. Das Problem war so mehr, das Rad aufzubauen, weil diese ganzen Sachen ja nicht
für das Fahrradfahren gebaut werden. Ja. Das ist so, das Rad ist ein völlig normales Fahrrad gewesen und wurde langsam aufgebaut. Und ich bin dann angefangen, auch ein leichtes Kostüm zu machen, bin dann abends losgefahren, am Wochenende Gastwirtschaften angefahren mit Außengastronomie und habe gemerkt, wie die Menschen auf dieses Licht und Musik reagieren. Und das ist mein Seelenfutter. Wunderbar. Kalle. Wahnsinn, oder? Toll. Kalle Jehle, der Disco-Fahrradmann.